Die Zukunft von Diablo 4 beginnt mit einer Verschiebung. Allerdings ist die vielleicht gar nicht so blöd, denn was nutzt ein Testserver, wenn man das unweigerlich hereinschwappende Feedback vor dem Season-Start gar nicht mehr berücksichtigen kann? Testserver? Jaha, 10 Monate hat es gedauert, doch jetzt hat Blizzard endlich eingesehen, dass Diablo 4, genauso wie Diablo 3 davor, von einem öffentlichen Testserver profitieren könnte. Vom 2. bis zum 9. April sind alle Interessierten, die das Hauptspiel für PC besitzen, eingeladen, die gravierenden Änderungen zu testen, die Diablo 4 zum Start der 4. Season am 14. Mai auffahren möchte. Die angedachten Umwälzungen sind dabei keine zeitlich begrenzten saisonalen Mechaniken, sondern grundlegende Überarbeitungen von Kernsystemen wie der Lootausschüttung, dem Crafting und den Endgame-Beschäftigungen. Und sie haben es wirklich in sich, Diablo 4 wird ab Season 4 ein spürbar anderes Erlebnis werden. Wir haben uns die Änderungen auf dem PTR angesehen und wollen euch in diesem Video einen Eindruck davon vermitteln, was da im Mai genau auf euch zukommt. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob sich eine Rückkehr nach Sanctuario für euch lohnt oder eben nicht. Beginnen wir mit ein paar Worten zu den Testbedingungen auf dem PTR, also dem Public Test Realm, das ihr ganz einfach über das Dropdown-Menü oberhalb des Spielen-Buttons im Battle.net Launcher betreten könnt. Dass es sich hierbei um eine unfertige Vorschauversion handelt, macht Blizzard mittels zweier transparenter Wasserzeichen klar, die ihr deswegen auch in allen unseren Aufnahmen in diesem Video sehen werdet. Sobald ihr euren ersten Charakter nach Kyovushat geschleppt habt, könnt ihr am Wegpunkt mit dem PTR-Boost-Charakter sprechen und seid instant auf Level 100, mit allen Talent- und Paragon-Punkten, maximierten Glyphen sowie 100 Millionen Gold auf dem Konto. Ihr seid also innerhalb von Minuten bereit fürs Endgame. Kleinere Fortschritte wie die verfügbaren Reittier-Skins und gefundenen Lilith-Statuen werden von euren regulären Charakteren importiert. Außerdem bekommt ihr zwei volle 920er Ausrüstungssets aus legendären Items, 1000 Glücksspiel-Obolusse und eine ordentliche Menge Handwerksressourcen. Die Droprate für weitere legendäre Gegenstände wurde auf dem PTR zudem verdoppelt. Jetzt aber zurück zu den eigentlichen Neuerungen ab Season 4. Die einschneidendste von all den geplanten Änderungen betrifft die Itemization. Es gibt wohl kaum etwas, über das Diablo-Fans bisher mehr geächtzt haben, als die chronisch vollen Inventare und Lager. Dieses Problem greift Blizzard daher gleich von drei Seiten an. Nie wieder sollt ihr seitenweise legendäre Aspekte in euren Truhen horten müssen. Sämtliche Aspekte könnt ihr künftig beliebig oft aus eurem Kodex der Macht heraus auf Gegenstände prägen. Dabei entspricht die Stärke des Aspekts immer der höchsten von euch zerlegten Version. Perfekte Aspekte finden sich künftig nur noch in Weltstufe 4, aber habt ihr einen solchen dann mal beim Schmied zerlegt, steht er euch auf ewig zur Verfügung. Der Kodex ist jetzt übrigens auch deutlich übersichtlicher gestaltet und lässt sich sowohl mit eigenen Suchbegriffen als auch mit vorgegebenen Schlagwörtern filtern. Übrigens haben wir für alle Aufnahmen in diesem Video die neuen Raytracing-Effekte angeschaltet und die Kamera weiter rausgezoomt. Angriffsvektor Nummer 2 sind die Monster, die künftig weniger, aber dafür im Schnitt nützlichere Ausrüstung fallen lassen. In Weltstufe 3 findet ihr jetzt garantiert nur noch Heilige und in Weltstufe 4 nur noch Ahnengegenstände. Zudem wurden die Affixwerte merklich angehoben, sodass sich ihre Effekte deutlicher auf den Kampf auswirken. Die Affixe, also die Eigenschaften der Items, sind auch noch stärker auf eure Klasse maßgeschneidert. Zauberer finden also keine Stärke-Items mehr. Der Großteil der gesteigerten Beutenützlichkeit rührt aber vor allem von den zusammengelegten Affixen her. Zum Beispiel sind Schadensboni nicht mehr so kleinteilig aufgeteilt, sondern breiter formuliert. Und Dinge wie Mana-Kostenreduktion und Wutkostenreduktion wurden zu der für alle Klassen gültigen Ressourcenkostenreduktion zusammengefasst. Obendrein verfügen ab Monster Level 95 alle fallengelassenen Items über die höchste Gegenstandsmacht von 925. Anstatt also auf wenige Bosse wie Duriel beschränkt zu sein, könnt ihr euch die beste legendäre Ausrüstung in praktisch jeder Endgame-Beschäftigung inklusive Höllenflut zusammensammeln. Und die dritte deutliche Entlastung für eure Taschen rührt vom ebenfalls general überholten Crafting-System her. Das verleiht gefundenen legendären Gegenständen jetzt nämlich einen derart großen Vorteil gegenüber seltenen Items, dass man die gelben Beutestücke im Endgame ungesehen verkaufen oder gleich am Boden liegen lassen kann. Die Anzahl der vorhandenen und möglichen Affixe ist jetzt nämlich direkt an die Seltenheit gebunden.
Blaue Gegenstände verfügen nur noch über ein Affix, gelbe über zwei Affixe und können ein weiteres durch Crafting erlangen. Und orange, also legendäre Gegenstände, haben immer drei Affixe und können beim Schmied um noch zwei weitere veredelt werden. Bei einem Unterschied von maximal 3 zu maximal 5 Affixen verlieren die seltenen Gegenstände also zwangsweise jeden Nutzen im Endgame. Das ist für den allgemeinen Flow sicher gut, denn so wird das Monsterschnetzel nicht mehr alle 5 Minuten vom Sichten eines vollen Inventars behindert. In Sachen Designeleganz finde ich es aber richtig schade, dass sich das Endgame künftig nur auf legendäre und einzigartige Gegenstände beschränkt. In Diablo 2 hatte noch jede Seltenheitsstufe ihre eigene kleine Nische. Nur gewöhnliche weiße Items konnten als Basis für Runenwörter herhalten, blaue und gelbe Items hatten zwar oft weniger, aber dafür teils exklusive Affixe und erreichten höhere Einzelwerte. Deshalb erhaschten besondere Kombinationen ebenfalls ihren berechtigten Platz in Endgame-Builds. Aber sei's drum. Für Diablo 4 bedeuten alle drei Änderungen ein deutlich entspannteres und gleichzeitig lukrativeres Beuteerlebnis. Die lange als miserabel verschriene Itemization macht also ein paar deutliche Sprünge in die richtige Richtung. Werfen wir noch einen genaueren Blick auf die neuen Crafting-Systeme. Laut Blizzard sollen die besten Gegenstände künftig eine Crafting-Reise hinter sich haben. Die beginnt, wenn ihr einen legendären Gegenstand findet, dessen drei mitgebrachte Affixe euch gefallen. Wobei ihr natürlich wie gewohnt einen davon beim Okkultisten per Verzauberung neu auswürfeln lassen könnt. Anstatt endlos im Goldpreis anzusteigen, gibt es dabei nun ein Limit, ab dem die Kosten für weitere Verzauberungsversuche nicht weiter ansteigen. Eine weitere Ebene auf der Jagd nach der perfekten Crafting-Grundlage bringen die neuen größeren Affixe rein. Wenn ihr Glück habt, droppt euch ein Monster nämlich einen legendären Gegenstand, bei dem einer, zwei oder gleich alle drei Affixe in einer verbesserten Version vorliegen, die ganze 50% stärker ist. Sie sind mit einem glühenden Punkt und einer römischen Zahl hinter dem Itemnamen am Boden versehen. Seht euch zum Beispiel diesen Zauberstab an. Nach den bisherigen Spielregeln könnte er ohne Upgrades höchstens 52 Intelligenz mitbringen. Dank der Buffs für sämtliche Affixe sind daraus jetzt 84 Intelligenz geworden. Und würde dieser Zauberstab mit dem entsprechenden größeren Affix droppen, dann hätte er noch vor irgendwelchen Upgrades 126 Intelligenz. Das ist 2,5 mal mehr als noch in der aktuellen Season 3. Gegenstände mit größeren Affixen könnt ihr eigentlich überall finden, selbst beim Glücksspiel gegen Obolusse. Aber ein normales Affix lässt sich nicht nachträglich per Verzauberung zu einem größeren machen. Trotzdem müsst ihr eure ideale Grundausrüstung nicht komplett selbst finden, denn auch legendäre und einzigartige Gegenstände dürfen jetzt unter Spielern gehandelt werden. Lediglich die begehrten Über-Uniques von Duriel und Co. sowie bereits durch Crafting veränderte Gegenstände sind weiterhin vom Handel ausgeschlossen. Seid ihr mit dem Basis-Item zufrieden, egal ob mit oder ohne größere Affixe, folgt im nächsten Schritt die Härtung. Einzigartige Gegenstände können bis zu 4 größere Affixe haben, dafür allerdings nicht gehärtet werden. Beim Härten hämmert euch der Schmied bis zu 2 weitere Affixe auf euren Gegenstand. Welche das sind, hängt vom verwendeten Rezept ab. Die besten der 262 neuen Rezepte zu finden, wird einer der großen neuen Endgame-Motivatoren. Aber nicht alle 262 Rezepte sind fürs Endgame reserviert. Die Zahl setzt sich vor allem auch aus abgeschwächten Duplikaten für die niedrigeren Levelbereiche zusammen. Die Rezepte, die sich in die 6 bekannten Codex-Kategorien wie Waffen oder Mobilität aufteilen, enthalten in der Regel 3 bis 6 ausgewählte Affixe. Die 2 durch Härtung aufgeprägte Affixe müssen von 2 unterschiedlichen Kategorien stammen und welches Affix aus einem Rezept tatsächlich auf eurem Gegenstand landet, ist Zufall. Das Härtungspotenzial eures Ausrüstungsstücks bestimmt dabei, wie häufig ihr den Vorgang wiederholen könnt, um eure Wunschkombination zu erlangen. Ist alles gut gegangen und ihr seid auch mit eurem gehärteten Item vollauf zufrieden, folgt die nächste Etappe der Crafting-Reise, die Vollendung. Dieses System ersetzt die alten Upgrade-Stufen für Ausrüstung, kann aber nur auf gehärtete und einzigartige Gegenstände angewandt werden. Unter Einsatz der neuen Upgrade-Materialien, die ihr aus dem frisch hinzugefügten Endgame-Dungeon die Grube des Werkmeisters, mehr dazu gleich, erbeutet, stuft ihr eure Ausrüstung bei der Vollendung bis zu 12 Mal hoch. Meistens steigern sich dabei alle Affixe um 5% pro Vollendung, doch beim jeweils 4.,
8. und 12. Upgrade wird ein zufälliges Affix ausgewählt und anstelle der anderen um ganze 20% erhöht. Selbst wenn ihr also mit einer perfekten Basis oder gar einem Über-Unique wie der Harlekinskrone den Vollendungsprozess begonnen habt, kann euch der Zufallsfaktor noch immer einen Strich durch die Rechnung machen und eines der weniger begehrenswerten Affixe um bis zu 60% stärker machen. Treffe es den Intelligenzwert unseres Beispielzauberstabs von vorhin, könnte daraus in der Vollendung ein Int-Monster mit 258 Intelligenz entstehen. Das wäre dann fast das Fünffache des bestmöglichen Basiszauberstabs aus Season 3. Das finale i-Tüpfelchen des neuen Craftings sind schließlich die überarbeiteten Edelsteine. Sie locken jetzt mit deutlich attraktiveren Vorteilen wie prozentual erhöhten Lebenspunkten und Schadensboni oder um bis zu 27 Punkte gesteigerte Attribute pro Stein. Mein persönliches Fazit des neuen Itemization- und Crafting-Systems: Loot wird endlich wieder aufregend. Die Reduktion auf 3 Affixe für Basis-Items sorgt dafür, dass wir schneller mehr gute Items finden, die wir behalten wollen, während die Menge an unnötigem Schund drastisch zurückgeht. Von hier führen klare Upgrade-Pfade zum potenziellen Traum-Equipment, auch wenn uns die eingestreuten Zufallselemente regelmäßig schöne Basisgegenstände verschandeln dürften. Unterm Strich werden wir möglicherweise genauso viel Zeit in Menüs verbringen wie vorher, nur dass wir den Zeitpunkt dafür jetzt selbst wählen können und das Basteln an einem verführerisch vielversprechenden Item mehr Spaß macht, als alle 5 Minuten ein volles Inventar aus 30 überwiegend nutzlosen Items durchzusehen und auszuleeren. Auch dass wir jetzt fast alles handeln dürfen, ist auf den ersten Blick fantastisch. Sorge bereitet mir nur, dass noch immer keine vernünftige Ingame-Methode fürs Feilschen um Items in Sicht ist. Nach wie vor verlässt sich Blizzard darauf, dass wir zum Handeln auf externe Plattformen wie Discord oder die bewährte Handelsseite Diablo.trade ausweichen. Doch diese Plattformen könnten mit dem neuen System an ihre Grenzen stoßen. Dort werden nämlich schon jetzt begehrte Affix-Kombinationen auf seltenen Gegenständen für bis zu 10 Milliarden Gold gehandelt. Das ist das offizielle Maximum, wie viel man über das Ingame-Handelsfenster tauschen kann. Ein legendärer Gegenstand mit 3 oder ein einzigartiger mit 4 größeren Affixen dürfte aber ein Vielfaches davon wert sein und weniger vertrauenswürdigen Seiten Auftrieb verleihen, die uns anbieten, als Treuhänder für große Goldgeschäfte einzuspringen. Hier wäre es wirklich allerhöchste Zeit für eine offizielle Lösung seitens Blizzard. Wer baut bitte eine Shared World in ein Spiel ein, aber praktisch keinerlei Social Systems für Handel oder Gruppensuche? Du hast mich getäuscht. Okay, weniger nutzlose Items sortieren heißt mehr Zeit zum Schnetzeln. Aber was gibt es denn in dieser Hinsicht Neues? Tja, auch eine ganze Menge. Zum einen wäre da die gepimpte Höllenflut, die jetzt mit einer deutlich höheren Monsterdichte und jeder Menge Zufallsereignisse glänzt. Künftig finden die Höllenfluten in leicht abgewandelter Form auch schon in Weltstufe 1 und 2 statt, und während ihr euch so durch die dicht gedrängten Horden metzgert, füllt sich euer Bedrohungsmeter. Jedes Mal, wenn ihr die höchste Stufe erreicht, greift euch einer von 5 Elite-Höllenblüter, das ist einer pro Klasse, samt Gefolge an und kann dabei auch mal einen einzigartigen Gegenstand abwerfen. Von denen gibt es in Season 4 ohnehin wieder 10 Stück mehr und obendrein können sie schon in den niedrigeren Weltstufen fallen. Diablo 4 zieht seine aufregendste Beute also in der Levelprogression weiter nach vorn und gewährt obendrein einen leicht erhöhten Erfahrungsbonus pro Weltstufe. Als neuen Höhepunkt der Höllenflut erhaltet ihr insbesondere aus Kisten sogenannte Unheilsherzen. Sie werden euch oben rechts neben der temporären Glutwährung angezeigt, bleiben aber auch nach dem Ausloggen und auf anderen Charakteren erhalten. Mit 3 von ihnen könnt ihr ein großes öffentliches Event starten, das allen Spielern in der Umgebung angezeigt wird. Nach mehreren Monsterwellen stellt ihr euch schließlich der Blutjungfrau, einer mächtigen Dämonin, die ebenfalls schöne Sachen droppen kann. Die fürs Crafting noch immer wichtigen vergessenen Seelen können jetzt übrigens auch bei allen Elite-Gegnern und Flüsterbaumaufträgen fallen gelassen werden. Und die Schatzgoblins haben jetzt auch gerne mal Beschwörungsressourcen im Säckel. Die erste richtig neue Endgame-Beschäftigung im Mai wird derweil das Pit oder die Grube des Werkmeisters, wie sie im Deutschen heißt. Praktisch die Diablo 4-Version der Greater Rifts aus dem Vorgänger. Nachdem ihr ein Albtraum-Dungeon der Stufe 46 besiegt habt, könnt ihr das Pit über einen leuchtenden Obelisken in der Stadt Kerriga betreten. Im Inneren müsst ihr innerhalb von 10 Minuten genügend Monster töten, damit sich das Portal zum Endboss öffnet.
Dabei kämpft ihr euch durch zwei mit einem weiteren Portal verbundene Zufallslevel voller ebenso zufälliger Monster. Beim Boss sagen schließlich auch Story-Charaktere wie Elias oder Lilith guten Tag und schicken die ein oder andere Schadenswelle durch den Raum, der ihr ausweichen müsst. Am Ende winken legendäre Gegenstände vom Boss selbst und, je nach eingestelltem Härtegrad des Pits, eine von drei Upgrade-Ressourcen für das neue Vollendungssystem. Das Pit verfügt auf dem PTR derzeit über 200 Stufen ansteigender Schwierigkeit. Schafft ihr den Boss mit 4 bis 6 Minuten auf der Uhr verbleibend, schaltet ihr die zwei nächsten Stufen frei. Und bei über 6 Minuten sogar die nächsten 3. Mit einem der zahlreichen übertrieben starken Builds, die dieses umfangreiche Update ermöglicht, müsst ihr also wahrscheinlich nur rund 70 Durchläufe spielen, um ans Limit zu stoßen. Dabei hat Blizzard eigentlich beabsichtigt, dass die höchsten Stufen des Pits unerreichbar schwer sind. Immerhin ist es etwas verzeihender als das Abattoir auf Seer aus der zweiten Season, bei dem man gar nicht sterben durfte. Im Pit hat ein Tod nur eine Zeitstrafe von 30 bis maximal 90 Sekunden zur Folge. Und selbst wenn die Zeit ausläuft, bekommt ihr noch immer eure Beute vom Boss, nur eben keine Kiste mit Upgrade-Materialien. In Gruppen geht der Löwenanteil dieser Ressourcen übrigens an denjenigen, der das Pit geöffnet hat. Die gelegentlich ebenfalls abfallenden stygischen Steine, die zum Beschwören der neuen Überbosse benötigt werden, bekommt sogar ausschließlich der Host. Apropos neue Bosse, wie schon lange gewünscht, reiht sich nun auch das Story-Übel an Dariel in die Reihe der Endgame-Bosse ein. Sie steht dabei auf einer Stufe mit Duriel, lässt exakt dieselbe Beute fallen und ist je nach Bild sogar ein bisschen leichter zu besiegen. Auch sie benötigt Materialdrops zweier anderer Bosse zum Beschwören, wobei es auf dem PTR derzeit noch einen Bug gibt, bei dem nur die mit stygischen Steinen beschworene Übervariante des Biestes aus Eis die nötigen Beschwörungsressourcen droppt. Übervariante? Richtig, jeder der 5 bzw. mit Andariel jetzt 6 Endgame-Bossen kann mit den stygischen Steinen aus dem Pit in einer Level 200-Variante beschworen werden. Neben den Steinen benötigt das die 5-fache Menge der üblichen Beschwörungsmaterialien, aber dafür lassen sie auch das 5-fache an Beute fallen. Ein weiterer schöner Anreiz an diesen sogenannten gequälten Echos ist allerdings, dass sie prächtige Funken fallen lassen. Einer davon ist euch bei eurem ersten Sieg über einen der Level 200 Bosse garantiert. Für weitere ist dann eine gehörige Menge Glück nötig. Mit jeweils 4 davon könnt ihr euch beim Alchemisten einfach ein Über-Unique eurer Wahl herstellen, sei es die Harlekinskrone oder die Brustrüstung Tyraels Macht, die jetzt ganz neu dabei ist. Das aber etwa über Grigoire im Gegensatz zu seiner normalen Variante kaum Duriel-Mats fallen lässt, versetzt dieser ganzen Idee auf dem PTR aktuell noch einen kleinen Dämpfer. Auch der Andariel-Kampf lief noch nicht ganz bugfrei ab und wollte gelegentlich trotz toter Gegnerin nicht enden, während weitere Schadenswellen durch den Raum jagten. Aber genau dafür ist der Testserver ja schließlich da. In der Summe generieren die neue Itemization, Höllenflut, Pit und Überbosse schon jetzt ein Endgame, das deutlich besser zu motivieren weiß. Das Gefühl, das eigene Ausrüstungsglück tatsächlich zu großen Teilen auch wirklich in den eigenen Händen zu halten, ist um Welten besser als das bisherige ziellose Gefarme. Und weil das Vollenden an der Schmiede mit dem immer schwerer werdenden Pit verzahnt ist, besteht noch während des Ausrüstungsverbesserns ein echter Anreiz, das eigene Bild zu optimieren und so an höhere Versionen und größere Mengen der Upgrade-Rohstoffe zu kommen. Diablo 4 wird mit Season 4 also designtechnisch ein deutlich besseres Spiel. Aber bleibt noch die Frage, wie sich das Ganze auf die Klassen, die Balance und damit schlussendlich auf den Spielspaß auswirkt. In diesem gewaltigen Update, das fast eines Add-ons würdig ist, werden zahlreiche Klassentalente neu justiert. Alte Kraftpakete wie der Hoter Barbar müssen mächtig federn lassen, aber in Kombination mit den veränderten sowie neuen Aspekten und Uniques sind zeitgleich spannende, ja fast lächerlich starke Builds möglich geworden. Staubteufel-Barbaren füllen aktuell den Bildschirm mit so vielen Massenvernichtungswirbelstürmen, dass man eigentlich gar nichts mehr auf dem Bildschirm erkennen kann. Boulder- und Wirbelsturmdruiden sind stärker denn je und unter anderem, weil Nekromantendiener jetzt 100% der Attribute ihres Meisters übernehmen und mit einer proaktiveren KI in die Schlacht ziehen, haben auch sie gerade gut lachen. Oh, then the time has finally come. Der Flammenschild-Nerf bei den Zauberern ist derweil fast wirkungslos verpufft,
besonders in Kombination mit der erstarkten gefrorenen Kugel. Das könnte sie besonders für Hardcore-Spieler interessant machen, denn eigentlich sollte der Nerf Hand in Hand mit dem Entfernen der Cheat-Death-Elixiere gehen, mit denen gut vorbereitete Spieler dem endgültigen Tod häufig noch von der Klinge springen konnten. Abschließend muss ich sagen, dass mir das PTA Diablo 4 verdammt gut gefallen hat. Im Vergleich wirkt die Release-Fassung beinahe wie eine Early-Access-Version, die ab Level 70 kaum noch was zu bieten hatte. Künftig fängt da das Schnetzeln und Equipment-Basteln aber erst so richtig an. Worüber die erfolgreiche Frischzellenkur allerdings nicht hinwegtäuschen kann, ist, dass Veteranen jede Kombination aus Monsterart und Umgebung schon endlos oft gesehen haben, egal wie sie das neue Endgame-Pit nun auch zusammenwürfeln mag. Für frische Story- und Spielgefühlimpulse müssen wir also weiterhin auf das kommende Add-on Vessel of Hatred warten. Dass aber Blizzard jetzt im Vorfeld schon grundlegende Makel wie die Itemization auswetzt, stimmt durchaus hoffnungsvoll, dass die Erweiterung starke neue Ideen mitbringt, anstatt nur alte Unzulänglichkeiten gerade zu rücken. Wir werden euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten, wie die Diablo-Saga weitergeht. Das Licht hält keine Erlösung bereit.